Hallo und willkommen zu Runde 5 von 9 heute in Frankreich. Dann wollen wir gleich starten. Hier wird es auch wieder so sein, ganz interessante Dinge sind zu lernen über die Strecke in Frankreich. Da wird nicht reingequasselt und jetzt kann es auch schon losgehen. Es ist wieder ein toller Tag für ein Rennen hier in Le Castellet und die Fahrer treffen letzte Vorbereitungen auf dem Starterfeld. Hoffen wir also auf einen spannenden Wettbewerb hier beim Grand Prix von Frankreich. Eine Runde auf dem Circuit Paul Ricard besteht also aus 15 Kurven auf einer Gesamtstreckenlänge von 5,8 Kilometern. Die Fahrer müssen ihre Autos speziell am Ausgang der Vollgaskurve 10 sorgfältig positionieren, um bereit für die Rechtskurve 11 mit den zwei Scheitelpunkten zu sein. Man sollte am Ende der Start- und Zielgeraden und in der harten Bremszone vor Kurve 8 auf mögliche Überholmanöver gefasst sein. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Der junge Superstar Max Verstappen startet von der Pole und Charles Leclerc steht auf der 2. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Perez, Hamilton, Fernando Alonso, Russell, Gasly, Ocon, Albon, Sainz, ah, das bin ich wieder. Piastri, Norris, Stroll, Joe, Hülkenberg, Magnussen, Bottas, Tsunoda, Ricardo und Logan Sargeant. Was ist denn mit Ricardo passiert im Qualifying? Also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Und ich darf Ihnen wieder einmal Stefan Römer vorstellen, der Sie mit mir zusammen durchs Geschehen führen wird. Vielleicht sollten wir uns zum Einstieg über Max Verstappen unterhalten. Nun, das war schon eine beeindruckende Qualifying-Runde, mit der diese Pole-Position geholt wurde. Aber kann die Führung auch bis nach Kurve 1 gegen so viele schnelle Starter verteidigt werden? Abgesehen davon kann es natürlich passieren, dass irgendein Vorfall in Kurve 1 das Rennen komplett auf den Kopf stellt. Hoffen wir mal, dass alle das Rennen heil überstehen. So, dann wählen wir die Rennstrategie. Diesmal würde ich tatsächlich sagen, nehmen wir den Einstopper. Der ist schon ausgewählt. Wunderbar. Dann können wir starten. Und Einführungsrunde. Qualifying lief wieder besser. Bin auf dem 10. Platz. Ich glaube, genauso wie letztes Mal. Der Startplan sieht gut aus, aber wir müssen uns das Getriebe ansehen. Also schalt in jeden Gang, wenn möglich. Die Bremsen müssen etwas zu tun bekommen, also lass sie arbeiten. Und wärm bitte die Reifen auch gleich auf. Natürlich, volles Programm mal wieder. Was ich hier nicht alles zu tun habe auf dieser wunderschönen Strecke. Das ist tatsächlich mal eine meiner absoluten Lieblingsstrecken. Sehr viel Zeitrennen hier drauf gefahren, also nur im Spiel, nicht in echt. Ich war da noch nie. Wird aber gern mal hin. Naja, vielleicht irgendwann, wenn sie es anbietet. Das bedeutet aber nicht, dass ich hier gut fahren werde, nur weil ich hier viel Erfahrung drauf habe. Aber es wird besser laufen als in Silverstone. Was willst du? Jetzt habe ich drüber gelabert. Keine Ahnung, was mein Renningenieur will. Kann nicht wichtig sein. Vielleicht hat er mir nur gesagt, dass ich einen beeindruckenden Job hier mache. Sodass mir Max Verstappen heute wieder gewinnen wird. Ist eigentlich nicht das Ziel. Der gewinnt ja echt alles gerade. Deswegen auch der Buhruf am Anfang. Bin eigentlich ein Max Verstappen-Fan. Oder zumindest bin ich öfter der Fan von dem Underdog. Und das war er sehr lange. Das heißt, wenn er jetzt noch ein Jahr dominiert, bin ich kein Fan mehr von ihm. Also aus sportlicher Sicht. Menschlich finde ich ihn ganz okay. Ja, aber auch nicht mehr. Menschlich eh schwierig einzuschätzen. Ein Formel-1-Auto fahren kann er. Genauso wie Lewis Hamilton. Von dem ich menschlich nicht ganz so überzeugt bin. Aber von seinem Racing-Skill bin ich auf jeden Fall überzeugt. Was der an so einem Auto alles machen kann. Huiuiui. So. Naja, die beiden kriegen ja auch genug Geld. Da muss man ja auch gut sein. So. Diesmal klappt's aber mit der Positionierung, oder ich habe es immer noch nicht verstanden. Lieber suboptimal als wieder vorne rausgeschossen. Keine Ahnung, wie das überhaupt passieren kann. Ich halte eigentlich punktgenau an.
Oh, ein Meter. Was soll's. Wenn es losgeht. Batterie mache ich gleich an. Oh, ich hab's wieder geskippt. Die Einreihung der hinter mir. Batterie ist an. Rote Lichter sind an und los. Kein Unfall bauen. Mein Gott, ich hätte beinahe einen Unfall gebaut. Hier ist schön viel Platz außen gewesen. Oh. Illegales Überholmanöver. Gut. Ja, ja. Mist, ich habe einen Platz verloren beim Start. Oh, was machst du denn, Stroll? Das war garantiert nicht deine Linie. Meine Güte, das fängt schon mal gut an hier. So, den kassier mal gleich. So, was macht er nicht nochmal mit uns? Bin ein bisschen panisch hier. Nach dem vorletzten Rennen in Silverstone, wo wir ordentlich einstecken mussten. Ja, kein Schäden. Ja, Schäden jeglicher Art sollten vermieden werden. Aber gleichzeitig will ich auf Platz 1 fahren. Mal schauen, ob das klappt. 27 Runden insgesamt. 27 sehr schöne Runden, hoffe ich. Für uns, nicht für die Gegner. Unsere Konkurrenten. Oh, viel zu weit rausgefahren. Aber ich nehme die Innenbahn. Oh, Piastri hat mich gestriffen. Da hat er nicht gecheckt, dass ich innen bin. War zwar eine leicht illegale Linie, die ich da wahrscheinlich genommen habe. Aber wenn er da so lang braucht... Oh, meine Batterie hat ihr Einsatzlimit erreicht. Das heißt, ich darf sie nur einen gewissen Teil der Strecke aktivieren und dann wird sie mir einfach weggenommen. Deswegen mache ich sie eigentlich immer rechtzeitig aus, nur hier habe ich sie irgendwie vergessen. So, neue Runde, dann ist sie wieder freigegeben, dann machen wir sie gleich mal aus. Wunderbar. Und als nächstes den Franzosen vom Dienst, den Ocon, den müssen wir einholen, überholen. Kommt hoffentlich aus Frankreich. Mein Fahrer wissen das eigentlich relativ gut, aber da ich das jetzt aufnehme und sich jemand beschweren könnte, dass ich Mist erziele, bin ich mir immer unsicher. Ich nehme einfach an, der kommt aus Frankreich. Sein Leben überzeugt mich vom Gegenteil. Und Gasly kommt, müsste auch aus Frankreich kommen. Wo kommt denn Ocon her? Also Gasly ist ein... Keine Ahnung, Mensch. Es ist Formel 1 Winterpause. Mein ganzes Formel 1 Wissen scheint gerade weg zu sein. Ist zwar nicht so erheblich, aber zumindest wo die Fahrer herkommen, sollte ich eigentlich auf dem Kasten haben. Naja, gibt auch wieder bessere Zeiten für mich. Wenn jeden Sonntag oder so gut wie jeden Sonntag Formel 1 kommt, dann wird der Formel 1 Part in meinem Gehirn wieder reaktiviert und dann kommt das ganze Wissen automatisch zu mir. Jetzt muss ich mich eh konzentrieren, dass wir mal an dem Williams vor uns vorbeikommen. Gibt's ja nicht, dass der mich so auffällt hier, der Elben. Und direkt nach Elben kommt schon Russell, das ist schön. Mit den Mercedesen habe ich eigentlich auch noch Beef. Schön außen vorbei, nicht die Strecke schneiden. Batterie ist an. Und jetzt komm, Rennleitung, DRS, ich brauch's. Ja, das ist der schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran. Das ist doch sehr schön. DRS ist an. Komm schon. Nicht in Russell reinrasen. Gut, der verteidigt in. Das ist möglichst dämlich. Dadurch haben wir eine gute Linie hier. Und jetzt hat er eine gute Linie. War vielleicht doch nicht so dämlich. Ja, es war vielleicht doch nicht so dämlich, was er getan hat. Aber jetzt haben wir DRS hinter ihm. Demnächst sollte es losgehen hier. Kommt gleich rechts ein Schild und da ist die Linie. Das Problem ist, er hat auch DRS und baut gleich einen Unfall, so wie das aussieht. Die Batterie ist aus, ich bremse. Und was macht ihr hier? Komm schon. Die müssten wir doch eigentlich kassieren können. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte und hoffentlich bin ich der Dritte. Ah, ich kann hier nicht die Innenbahn nehmen. Aber hier kann ich die Innenbahn nehmen. Mein Auto dreht sich doch so gut. Wunderschön, doppeltes Überholmanöver. Ein Glück ist das gelungen. Es ist schon mal die halbe Miete nach vorne.
Also so ungefähr zumindest. Jetzt, wer ist der nächste? Hamilton. Keine gute Saison gehabt. Die davor war auch nicht besser. Und die davor war schrecklich. Naja, gespannt, wie das 2024 dann laufen wird. Vielleicht hat Mercedes wieder zu ihrem starken Selbst zurückgefunden. Das wäre interessant, wenn sie das geschafft hätten. Perez ist gerade die schnellste Rennrunde gefahren. Nein! Was macht der Perez denn? Ich will doch gewinnen. Zumindest brauche ich auch den Extrapunkt für die schnelle Runde. Ich glaube, wir sind 32 Zähler schon hinten. Trotzdem sind wir Zweitplatzierter in der Championship. Also Max Verstappen dominiert dieses Jahr wirklich alles. Und wie ich gerne sage, auch in meinem Spiel die Simulation innen drin. Den hätte man irgendwie nerven sollen, also irgendwie schwächen, Handicap geben. Vielleicht hätte er zu Fuß laufen müssen, keine Ahnung. Oh, ich habe mein DRS viel zu spät aktiviert. Da habe ich auf den komischen Heli über mir geschaut, dessen Rotor merkwürdig aussah. Und dann habe ich komplett mein DRS vergessen. Sollte aber nicht so viel verloren gegangen sein dadurch. Und wir sind immer noch nah dran an der Führungsspitze. Ich glaube, Max Verstappen und Perez fahren gleich da vorne. Wird Zeit, dass wir Hamilton und Alonso packen, bevor sich hier eine große Lücke austut. Ich mag diesen Überholspot. Hier einfach schön die Innenbahn nehmen. Das hat so gut funktioniert die letzten Runden. Da wollen wir ja nichts dran ändern. Hab extra ein Autosetup diesmal gewählt, das ein bisschen besser in den Kurven ist. Und ich glaube, das war eine gute Wahl. Obwohl es hier gar nicht so schlimme Kurven gibt. Vielleicht komme ich einfach besser damit klar. Ich weiß es nicht. So, jetzt DRS nicht verchecken und Alonso überholen. Und dann unseren werten Teamkollegen. Davon rede ich doch. Schnellste Runde geht an uns. Nicht gut gekurvt. Nicht gut rumgekurvt bin ich da. Das hat aber nur minimal Zeit gekostet. Das ist vernachlässigbar im Moment. Wir sind ja immer noch hinten am äußeren Ende von Alonso dran. Und gleich haben wir DRS, er allerdings auch. Ich glaube, alle außer Perez haben DRS. Perez ist tatsächlich auf der 1, Verstappen auf der 2. Das hat mich gerade so überrascht. Wie in einem echten Formel 1 Rennen. Das passiert so gut wie nie. Zumindest in letzter Zeit nicht. Oh, die beefen sich, die streiten. Alonso der hätte sich beinahe einen Flügel abgefahren. Also die AI, das ist schön, ist seit der 2023er Version auch nicht mehr so unfehlbar. Oh, ich allerdings schon. Ich bin nicht unfehlbar. Das war ein gravierender Schnitzer. Und deswegen konnte man hier nicht innen überholen. Aber die zwei Red Bull heben sich, wenn auch nur leicht, von Leclerc ab. Deswegen muss man unbedingt dran vorbei. Batterie werde ich jetzt erstmal schonen für eine ganze Weile. Die braucht man dann bei den Boxenstops wieder. Oder wenn Überholmanöver so gar nicht klappt ohne die. Das müssen wir sehen. Komm schon, wieder DRS. Das muss reichen. Ich kann nicht nur bei dieser komischen langen Innenkurve vorbeiziehen. Also irgendwie Kilometer weiter hinten, sondern ich muss das auch hier schaffen. Ohne was zu riskieren. Manchmal höre ich mir nicht selbst zu, höre ich mir selber nicht zu. Und dann riskiere ich was. So. Bevor wir hier auf ein bremsendes Auto drauf fahren. Das sind meine liebsten Fehler. Wollen wir ein bisschen Abstand in den Kurven halten. Haben noch genügend Runden, um das tatsächlich für uns zu entscheiden oder komplett zu vergurken. Ich bin gespannt, was es wird. Komm schon, wenn jeder DRS hat, bringt mir das ja gar nichts. Könnt ihr nicht mal ein bisschen rangeln? Ich will vorbeikommen. Das war gut. Alonso hat einen schlechten Exit erwischt. Wir auch. Wir allerdings auch. So, ich habe die Innenbahnbatterie, habe ich gesagt, verwende ich nicht. Ich habe gelogen. Ich musste sie jetzt anmachen, um vorbeizukommen. So, an Alonso sind wir vorbei. Den können wir im Rückspiegel bestaunen und hier kommen. Schön innen vorbei. Das war nicht die Ideallinie durch die Kurve. Na, das macht uns nichts. Solange das funktioniert, ist es eine valide Taktik. Und diesmal haben wir uns schon auf
auf drei, auf Platz 3 vorgekämpft und das in der 6. Runde. Das soll doch locker zu schaffen sein, jetzt die zwei Red Bulls da auszuschalten. Im renntechnischen Sinn. Obwohl es mir helfen würde, wenn Verstappen einfach mal hier ein Rennen als Did Not Finish, als hat... Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan? Wieso willst du immer meine Strategie ändern? Was stimmt mit dir nicht? Mach das, wenn ich einen Flügel verliere. Nein. Alles klar. Das lenkt mich vom Fahren ab und von dem, was ich sagen wollte. Genau, ich glaube, mir wird es tatsächlich helfen in der Gesamt-Championship-Wertung, wenn Verstappen einfach mal ausscheidet. Vielleicht mal so einen Dreher hat und ganz leicht wie ein Reifen platt fährt oder so, so dass er nicht weitermachen kann. Das wäre schon echt hilfreich. Und Perez hat sich anscheinend wieder überholen lassen. Das sehe ich jetzt erst, dass der vor uns ist. Und nicht mehr Verstappen. Also Verstappen ist auch vor uns, aber der ist eben auf Platz 1. Perez konnte ihn wohl auch nicht lange aufhalten. Da ist das Spiel dann wieder realistisch. Ich mag Perez zwar sehr gerne, aber an Verstappen kommt gefühlt echt nichts ran im Moment. Ist bei Red Bull als zweiter Fahrer auch immer... so eine Sache. Die stehen immer unter Druck. Komm schon. Ja, sind wir schön rangekommen. Jetzt sind wir sogar im DRS-Fenster von ihm. Das wollen wir aber nicht, dass er sich schließt, bevor wir das nutzen konnten. Ah, ich glaube, da haben wir gerade ganz gute Karten. Komm schon. Ja. Ich glaube, wir haben ihn jetzt demnächst. Beinahe gedreht. Beinahe gedreht, das wäre beinahe schief gegangen. Man soll sich der Sache dann doch nicht so sicher sein oder zu sicher sein. Auch hier lieber Abstand halten, der wird gleich bremsen und ich habe nicht vor, drauf zu fahren. Da habe ich auch wieder keinen guten Kurvenexit erwischt. Das ist ja furchtbar, was ich hier zusammenfahre. Jetzt hat er wieder so viel Abstand, das ist doch Mist. So, die Kurven mal ein bisschen. Die schneide ich aber extrem. Das wäre normalerweise zumindest eine 5-Sekunden-Strafe. Leaving the track and gaining an advantage. Streiche verlassen und Vorteil dadurch bekommen. Lässt sich drüber streiten, wie viel Vorteil das jetzt war. Oh, ich habe gar keine Batterie mehr, das ist nicht gut. Ich würde auch hier warten. Ich würde ihn nicht hier überholen, das beschädigt nur mein Auto oder mein Ego. Wir warten einfach bis zu dieser schönen krummen Kurve. Wisst ihr alle, was ich meine? Da, wo ich die Leute eben innen überholt habe bis jetzt. Das funktioniert relativ problemlos für mich. Hier kommt sie, glaub. So, innen vorbei, innen vorbei, innen vorbei. Und mit Schmackes. Sehr schön. 3 Sekunden auf den Führenden. Wer denn sonst als Max Verstappen? Beim nächsten Grand Prix nehme ich den dominanten Fahrer auf jeden Fall raus und fahre den selber. Sonst ist ein bisschen die Spannung dahin, wer denn Erster wird. Wäre schön, wenn Leclerc oder Alonso hier Erster wäre oder meinetwegen Russell oder Hamilton. Mich stört es tatsächlich, dass im virtuellen Ding auch Verstappen jetzt gerade immer nur Verstappen da ist. Ich wollte doch ein bisschen ablenken von der 2023er Saison. Und bis zur 2024er Saison am 3.2. naja, auch ein bisschen von der Winterpause und der gehenden Formel 1 Lehre ablenken. Und wenn es auch nur ich bin, den ich damit ablenke. Naja, los. 3 Sekunden entfernt. Die Reifen sind scheiße. Die sind so gut wie abgeschrabbelt. Ich will neue. Wieso habe ich gesagt, ich mache nur einen Einstopp? Wie dämlich war ich denn? Ein bisschen dämlich gehört dazu. Ich sitze in einem roten Auto, das geht gar nicht anders. Das ist von Natur aus bedingt. Bei den, nicht bei Italien. Oh, ich habe eine Kurve abgekürzt und eine Verwarnung bekommen. Also nicht bei den Italienern ist das baubedingt, sondern bei den Ferrari-Leuten und Ferrari-Fans. Dass wir uns da nicht falsch verstehen. Komm schon, die Kurve war nicht mal absichtlich abgekürzt. Ich konnte das Auto einfach nicht kontrollieren. Statusreport.
Du liegst auf P2. Verstappen liegt vor dir. Abstand zum vorausfahrenden Auto 2,6 Sekunden. Sie fahren mit gleich mir. Perez liegt hinter dir. Abstand zum hinteren Auto. Auto hinter dir 1,3 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Das Boxenstoppfenster öffnet sich in 3 Runden. Boxenstoppfenster 3 öffnet Runden. Sich in 3 Runden. Noch 19 Runden. Hast du gesoffen? Was soll ich mit 3 Runden mit den Reifen? Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit harten Reifen weiterfahren. Will ich dir auch raten. Gib mir nicht nochmal Mediums für einen Einstopper. Achso, ich muss ja eh Reifen, Compound, die Reifenmischung ändern. Also entweder hart oder weich nehmen. Ganz weich, also die roten. Das wäre aber so dämlich, dass es zu Ferrari passen würde. Das machen wir trotzdem nicht. 3 Runden. Meine Reifen sind jetzt bei 55% Ausnutzung. Und so fühlt sich's auch an. Gut, aber Verstappen leidet wahrscheinlich auch ein wenig. Zwar nicht so sehr wie ich, weil der seine Reifen schonen kann. Im Gegensatz zu mir. Ich bin da ganz furchtbar drin. Ich gehe hier immer auf volle Power, volles Leiden. Ich habe keine Ahnung, wie man Reifen schont, vor allem im Controller. Es gibt nur den Modus Attacke. Aber wir kommen wieder ran. Ich hatte ja gerade irgendwie 3,5 Sekunden Abstand zu ihm, weil ich es vergeigt habe in der einen Kurve. Aber hat sich reduziert auf nur noch 3 Sekunden. Und jetzt sind wir bei 2,7. Das heißt, noch macht man nicht so viel verkehrt. Die hinter uns, die Lücke nach hinten wird auch vergrößert. Das ist wunderschön. Das heißt, wir könnten es tatsächlich noch mit den Reifen schaffen. Allerdings würde ich auch gern Undercut hinbekommen gegen Max Verstappen. Das heißt, ich würde gern ein bisschen früher reinkommen als er und dann eben mit schönen neuen Reifen deutlich schneller fahren, wodurch ich ihn dann theoretisch überholen kann. Bleib dran, wenn du näherst dich deinem Vordermann. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 3,9 Sekunden. Na gut, ich mach harte Reifen aufziehen. Geht in Ordnung, harte Reifen beim nächsten Boxenstopp. Ich mach den früher. Ich will den wirklich undercutten, so dass ich mit dem frischen Belag jetzt früher fahren kann. Und dann ist er langsamer, weil er gerade auf alten Reifen ist. Und dadurch gibt es so ein Offset, dass ich wahrscheinlich an ihm vorbeikomme. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Sehr gut. Ich riskiere es, dass wir 16 Runden auf harten Reifen fahren können. Wenn wir 11 auf Medium fahren können, können wir 16 auf hart fahren. Werden am Ende natürlich auch abgenutzt sein. Wenn ich allerdings jetzt reinkomme und danach kommt irgendwie ein Safety Car und alle kriegen einen billigen Stopp, werde ich fluchen, lautstark. Werde mein Mikro vielleicht dafür ausmachen, ich kann nichts versprechen. Weil dann ist alles wieder für den Arsch. Oh, das liebe ich an der Formel 1, die strategischen Möglichkeiten und immer kann was passieren. Selbst im Spiel. Na komm schon, rum du Gurke. Interessant, dass es, ich hätte die Aston Martins fahren sollen, das sind wirkliche Gurken. Sehen auch so aus. So, hier Boxenstopp. So, die Ruhe vor dem Sturm. Da komm schon, optimal. Ja! Und Perez ist glaub drin. Der hätte mich glaub auch undercutten wollen. Oh, das hat beinahe nicht geklappt. Wir sind sehr zufrieden. Hab's vercheckt wieder mit dem Losfahren. Das grüne Licht ist nicht grün genug, das ist nicht hell genug. Das sehe ich leider nicht ganz, wenn es auf grün springt. Und wenn ich vermute, dass es auf grün gesprungen ist und die Kupplung loslasse, dann ist es halt scheiße, wenn das zu früh war. Macht Sinn, oder? Weil dann fährt das Auto nicht los. Und dann muss ich nochmal das ganze Prozedere machen von Kupplung halten und loslassen. Oh, bring kein Safety Car, sonst raste ich aus. Wer verursacht denn die gelbe Flagge hier? Ah, da ist einer hinten ausgeschieden. Okay, alles klar. Weiß allerdings nicht wer. Irgendein Sergeant? Nö, der ist hinter mir. Elben? Ich sehe nur ein dunkelblaues Auto, das könnte jeder sein. Wird irgendwann dran stehen, wenn er wirklich ausscheidet.
So. Zumindest Perez haben wir deutlich hinter uns gelassen. Der ist jetzt zeitgleich mit uns in die Box gefahren. Ich glaube, wäre mal in der Runde nicht in die Box, hätte er den erfolgreichen Undercut gegen mich gemacht, weil die Reifen echt nur noch Müll waren. Ja, so haben wir alles richtig gemacht. Verstappen müsste eigentlich jetzt reagieren oder in der nächsten Runde reagieren und auch in die Box kommen. Das werden wir ja dann sehen. Und wir werden auch sehen, ob das sich gelohnt hat, eine Runde früher reinzugehen. Fuck! Okay, danach müssen wir uns vielleicht eine neue Rennstrategie überlegen. Ich habe einige Optionen für dich. Sieh auf deiner MFA nach. Bestätige. Fuck! Frontflügel kaputt gefahren. Safety Car, jetzt bräuchte ich's. Harte Reifen aufziehen. Für diese Information fehlen uns derzeit Daten. Ich glaube nicht. Ich will einfach harte Reifen. Ich will nicht zwei Stops machen. Die haben ja gerade irgendwie Soft und Medium nochmal angedreht. Also noch zwei Stops reingedrückt, das will ich nicht. Ich will einfach jetzt meinen Stopp machen, Flügel wechseln. Nochmal harte Reifen aufziehen und dann soll es hoffentlich laufen. In der Batterie kann ich mir eigentlich sparen. So, hier werde ich nicht gescheit bremsen können. Trotzdem bin ich vorne in der Kurve. Das ist mein Platz. Geh da weg, Tsunoda. Ein Glück hat es nicht gezielt als Kurve kürzen, abkürzen. Komm schon, Magnussen. Ich wollte die Innenbahn. Hat auch so funktioniert. Ja, wir müssen den Flügel trotzdem wechseln. Es geht zwar, aber es geht gerade so. Und hier geht's gar nicht. Bei 14 verbleibenden Runden gehen wir lieber in die Box. Leclerc ist in der Boxengasse. Theoretisch gut für uns. Hätten wir nicht einen Flügelschaden. Komm schon. Und hoffentlich geht Leclerc raus rechtzeitig. Ja. Oh, das war knapp. Komm schon, komm schon. Ja, mach ihn fest. So. Fertig, los jetzt. Das ist perfekt gelaufen. Wir sind stolz auf dich. Naja, perfekt gelaufen insgesamt war es nicht. Wir sind jetzt auf Platz 15. Na, wir haben noch 14 schöne Runden vor uns. Wir sind auf Platz 17. Okay. Mist. Das habe ich wirklich wieder mal vergeigt. Dann fängt es jetzt an, dass wir die ganzen wieder aufholen müssen. Das ist doch auch was Schönes. Macht die Rennen zumindest ein bisschen spannender, wenn man so verkackt. Weiß gar nicht, wie das passiert ist. War ich wieder zu greedy oder hat der einfach ein bisschen zu früh gebremst? Im Vergleich dazu, wo ich dachte, wo er bremst. Es ist scheiße gelaufen. Passiert. Passiert mir relativ oft. Aber wir werden rankommen. Wir kommen heute mindestens in die Punkte. Heute ist ein guter Tag. Wir haben gute Reifen, das Auto ist ansonsten heil. Ich habe kaum Unfälle gebaut, jetzt bis auf den einen leichten, der den rechten Teil meines Frontflügels getötet hat. Einfach weggemördert. Ja, das werden wir hinkriegen. So. Wir machen ja schon wieder die schnellsten Runden, das ist wunderbar. Und dann hoffen wir, dass Verstappen einfach ausscheidet. Unseren zweiten Platz können wir eventuell auch nicht Verwarnung, Kurve abgekürzt. Das darf ich noch einmal machen, ansonsten gibt's Strafen. War eigentlich gar nicht meine Absicht, hier abzukürzen. Okay, hier ist Jeff. Du musst mit dem Schneiden der Kurven aufhören, sonst verpasst ihr die Rennleitung eine Strafe. Ja, yeah, ist ja recht. Wollte die nur ganz eng nehmen und dann habe ich sie zu eng genommen. Passiert doch den Besten, oder? Wieso habe ich Mediums? Ich wollte harte Reifen. Sind die deppert? Behalte. Damit kann ich nicht zu Ende fahren. 1,5 Sekunden. Hä? Ich habe ihm extra gesagt, harte Reifen. Alter, die halten doch nur 11 Runden. Oh, typisch Ferrari. Wir machen das Beste draus. Oh, fuck. Strafe. Ja, verdient. Da habe ich mich so aufgeregt, dass ich die Kurve tatsächlich abgekürzt habe.
Wir haben eine Zeitstrafe erhalten, die mit der Gesamtrennzeit am Ende verrechnet wird. Es sei denn, ich gehe in die Box. Dann muss ich dir absitzen. Fuck, ey, was tut ihr mir da an mit gelben Reifen? So, lasst mich durch, ich bin Arzt. Nee, bin ich nicht, aber ich muss trotzdem durch. Jetzt, was willst du hier auf der rechten Seite? Ich will nicht von euch gesandwicht werden. Oder gemilchschnittet. So, du bleibst schön hinter mir. Keine Gnade mehr auf der Rennstrecke. Platz 15. Und wir müssen mindestens noch einmal in die Box. Ich weiß nicht, wie der sich vorstellt. Die haben kaum 11 Runden gehalten, die Medium-Reifen. Und jetzt sind es immer noch 12. Vielleicht war ich auch der Idiot. Nein, ich war der Idiot. Ich habe ja das ganze Fiasko über mich hergebracht, indem ich meinen Frontflügel mal wieder abgefahren habe in so einer unnötigen Aktion. Vergiss nicht dein Reifenmanagement. Leck mich. Ich wollte harte Reifen aus einem Grund. Ach, nur nicht aufregend sein, nur nicht aufregen. Das ist das Leben eines Ferrari-Pilotens. Hätte ich beinahe wieder abgekürzt. Oh. Na komm. Jetzt kriegt man wenigstens DRS und Ocon kriegt auf die Fresse. An irgendwem muss ich ja meine... Oh, kriegt er nicht. Meine angestaute Ferrari-Crew-Wut rauslassen. Nee, so schlimm ist es nicht. Aber so gut ist es auch nicht. Bin tatsächlich etwas verstimmt. Leicht verstimmt. Ich finde es aber hauptsächlich lustig. Ey, 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 ey. Aufpassen. Oh. Auf dem Körper hatte ich dann irgendwann keinen Grip mehr. So, ein. Für einen hat's gereicht. Für einen hat's gereicht. Nein! Ein Glück. Die Bremsen sind hier teilweise nicht so funktional, wie ich das gern hätte. Beinahe wieder ein Flügel draufgegangen. Weil die alle so langsam hier rumfahren. So. Dankeschön. Und jetzt haben wir DRS und der nächste ist Ricardo. Gut gemacht. Schön überholt. Dafür, dass er auf Platz 19 war, läuft es auch gerade ganz gut für den. Hat auch 7 Plätze gut gemacht in dem Rennen. Ist das nicht toll? Boah, ich kürze echt zu viel ab in dem Rennen. Ich muss hier auch was, noch was reißen. Entschuldigung, da gab es leicht einen Kontakt. Wer glaubt, seine Kurvenposition gewesen, aber ich habe ihm eigentlich den Platz gelassen. Dass das eigentlich noch relativ fair sein sollte. Ja, das ist schön, aber ich muss eher Leute aufholen. Meine Verfolger sind mir egal. So, Hülkenberg hier überholt. Dann wird es Zeit für Gasly bei dieser schön langgezogenen Kurve. Ja, so langsam wie der ist, knackt man den da auch tatsächlich. Zumindest vorerst, bis wir wieder reinkommen zum Reifenwechsel. Gutes Auto. Gutes Auto. Oh, was hat der denn gemacht hinten? Deswegen ist der Spiegel an, dass ich den Mist sehe, der vor und hinter mir gemacht wird. Also der Spiegel ist hauptsächlich für den Kram hinter mir zuständig. Und der hat nicht so gut reagiert, dass ich ihn überholt habe. Das Auto beinahe an die Wand gefahren. So, nächster ist Stroll. Wir sind in den Punkten wieder angekommen, bis wir Reifen wechseln müssen. Und keine Ahnung, 6 Runden. Okay, Abstand zum Auto vor dir, 4,1 Sekunden. Wunderbar. Ich war schon auf der Nummer 2 und eigentlich hätten wir Verstappen auch gehabt mit dem Undercut. Naja. Sowas dämlich. So auf der Strecke noch einen Frontflügel abfahren. Boah. Manchmal könnte ich mich ein bisschen über mich ärgern. Aber hey, das ist das Spiel. Deswegen werden die in
mit Millionenbeträgen bezahlt, weil die das eben nicht so regelmäßig machen wie ich. Und die fahren auch deutlich schneller. Die fahren auch nicht mit einem dämlichen Controller, sondern mit einem anständigen Pedalsystem. Ja, würde ich auch gerne mal fahren, so ein Formel-1-Auto. Wahrscheinlich einmal und nie wieder und dann deutlich langsamer, als die Profis das können. Also mehr als deutlich langsamer. Nicht mal halb so schnell. Eine Erfahrung wäre das Block wert. Wie viele Sekunden haben wir aufgeholt? Das werde ich nach der Runde mal schauen. 2 Sekunden aufs Stroll. Bisschen mehr sogar. Das ist gar nicht so schlecht. Komm schon, aufs Podium will ich auf jeden Fall wieder. Wie in Belgien. Das kriegt man hin. Auch wenn Ferrari mich verkauft hat und mir Medium-Reifen gegeben hat, also die gelben, das ist... Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Ich werde mir die Aufnahme hier anschauen und nochmal explizit darauf achten, ob ich gesagt habe, harte Reifen aufziehen. Und es hat grün geleuchtet, dass die sowas sagen wie, dazu liegen uns nicht alle Informationen vor, das machen sie ja öfter. Aber es hat grün geleuchtet. Ihr richtige Ding. Ah. Fuck ey. Kann ich... Reifen fangen schon an zu sterben. Das ist nicht schön. So, DRS. Und das ist leider nur Stroll, nicht Alonso. Der kommt ganz da vorne dann noch. Kann ich nicht hier einfach gerade ausrasen. Das wird locker 3 Plätze gut machen. Nee, gut. Dann fahren wir fair. 3 Sekunden Strafe haben wir auch noch. Damit müssen wir irgendwie umgehen. Unnötig spannend geworden, das Rennen. Ich habe es mir unnötig schwer gemacht. Eher so rum. Na komm rum, du rote Gurke. 4,7 Sekunden auf den Vordermann. Wer auch immer, das ist Norris. Okay. Kann leider nur ab und zu aus den Augenwinkeln spickeln, vor allem in Kurven, weil Hauptbrainpower geht nicht auf den Sprechapparat, habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, sondern auf Auto irgendwie so, in der Bahn halten. Zum Teamkollegen liegt bei 9,5 Sekunden. Oh, Charles Leclerc ist 9 Sekunden entfernt. 9 Sekunden müssen wir aufholen, dann ist mein Fehler praktisch, ja, aufgeholt. Es ist doch schön für mich. Ich freue mich nach dem Rennen darüber, dass ich die Verfolger abschüttel. Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,5 Sekunden. Ja. Bin noch nicht ganz überzeugt, dass wir aufs Podium kommen. Vor allem sind nur noch 7,5 Runden. Ja, komm schon, hier muss es laufen. Ja. Schön rum hier. Nicht mal abgekürzt diesmal. 3,4 Sekunden auf Piastri, 4 Sekunden auf Norris. Das kriegt man hin. Zumindest die zwei McLarens. Cracken wir, wie es die Amis so schön sagen. So, hier schön, schön eng rumfahren. Hat beinahe gut funktioniert. Aber es hat, glaub, Zeit gebracht. Das hat, glaub, Zeit gebracht. Okay, ich habe zwar nicht das Vertrauen in meine Reifen, wir müssen trotzdem volle Attacke fahren. Scheiß auf Reifenmanagement. Und die Batterie könnte auch mal wieder ein bisschen gefüllter werden. Könnte man nicht einfach so einen Zusatzdynamo irgendwie an Reifen klemmen, so wie beim Fahrrad? Ah, ich glaube, alles reguliert. Oh, fuck, beinahe wieder eine Strafe gekommen, weil ich die Kurve vercheckt habe. Ah, nur beinahe. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Na komm. Nach vorne. 2,5 Sekunden auf Piastri. Ich glaube, nächste Runde kommen wir ins DRS-Fenster.
Na komm. Na, vielleicht doch erst übernächste. Obwohl, schauen wir mal, wie es läuft. Schauen wir einfach mal, wie das jetzt läuft. Vor allem, wenn ich die Kurve hier wieder so schön schneide, enger nehme, bringt mir das ganz schön viel Zeit, weil mein Auto dafür optimiert ist. Für die Hochgeschwindigkeitspassagen dann eben nicht. Zumindest in der Kurve ist es gerade sehr hilfreich. Na, das sieht gut aus. Sind ja fast am Heckflügel dran. DRS haben wir noch nicht, aber gleich. Nächste DRS-Zone hoffe ich, dass wir bekommen. Ah, der kriegt wieder mehr Abstand. So viel so. Ja, das wird nichts. Kann ich dir jetzt schon sagen. Hab mir Scheiße aufgezogen. Und gewinnen will ich trotzdem. Also. Das Rennen kann man, glaube nicht mehr auf natürlichem Wege gewinnen. Nein, vielleicht auf unnatürlichem Weg. Ist noch alles offen, theoretisch. Ein Safety Car und wir sind wieder dran. Konzentrier dich aufs Fahren. Ja, mache ich die ganze Zeit. Hör auf, rumzuquaken. Oh, wir haben DRS tatsächlich bekommen. Habe ich ganz automatisch gerade gedrückt, weil es so schön geleuchtet hat. Ja! Guter Kurven-Exit. Dadurch sind wir echt dran geblieben. Wieso sagst du mir jetzt, wie viele Runden das Benzin noch reicht? Sag mir doch nur, wenn es ausgeht. Ist das nicht ein guter Kompromiss? Gelbe Flagge? Warum? Boxenstopp. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Ah, gibt es ein Safety Car? Ich glaube nicht. Fuck, das war ein Gamble. Fuck. Softe Reifen. Grüne Flagge, der Funk rauscht. Was hast du gesagt? Weiche Reifen aufziehen. Verstanden. Weiche Reifen beim nächsten Boxenstopp. Ja, falls wir einen nächsten brauchen. Komm schon. So, den haben wir von der Ideallinie gut abgedrängt und dadurch haben wir ihn überholen können. So, 4 Runden sind es noch. Und 4 Sekunden auf Hamilton, 4,5 Sekunden, in der es noch nicht mal der Drittplatzierte. Ah, wäre echt praktisch, wäre das ein Safety Car geworden. So, Norris ist der Meinung, da kann er überholen. Und auch der Meinung, dass er das erstmal darf. Und hier ist er wieder scheiß langsam in den Kurven. So. Der Unterboden wurde ein bisschen beschädigt. Was? Sei vorsichtig. Wie ist es denn jetzt passiert mit dem Unterboden? Wer hat ihn so abgeschrabbelt? Norris legt es auf einen Unfall drauf an. Ah. Der ist überholt. Und der bleibt hoffentlich auch überholt. Ach, ich habe noch die 3 Sekunden Strafe. Ich vergaß. 8 Sekunden müssen wir jetzt rankommen, um Hamilton zu überholen und dann noch vorne zu bleiben mit der Strafe. Das wird spannend. Da gehen mir aber davor die Runden aus. Oder die Reifen. Komm schon, ich glaube, Alonso ist auf Platz 3. Das ist ja schön. Na, da wäre ich gern. Beziehungsweise ich wäre gern auf Platz 1. Aber schön für ihn, dass er auf Platz 3 ist. Ich mag Alonso. Na komm, das läuft doch gar nicht so schlecht. Noch 3 Sekunden auf die Mercedes. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. 3 Runden nur? Habe ich denn so viel Gas gegeben? Ja, das reicht noch. Man kann nicht immer nur auf die Werte hier schauen. Manchmal muss man auch auf sich vertrauen, dass man das schafft. Na komm. Die sind ganz nah, die nächsten 3.
2,5 Sekunden, 3 Sekunden, das kriegt man. Wenn die Reifen nicht komplett Fujikato gehen. Komm schon. Lass mich nicht im Stich. Oh, abgekürzt. Ein Glück gab das nicht noch eine Strafe. Das war gar nicht so geplant, aber mit Controller und solchen Reifen bin... Der Unterboden wurde leicht beschädigt, aber es ist nicht so schlimm. Was mache ich denn gerade mit dem Unterboden? Was ist denn da unten? Fuck, sieht das schon wieder gelb aus alles. Reifen bei 55%, gut, die reichen jetzt hoffentlich noch die nächsten 3 Runden. Also die Runde und dann noch 2. So viel Zeit haben wir übrigens auch noch, um aufs Podium zu fahren. Na komm schon, streng dich an, Lukas. Manchmal muss ich mich selbst anspornen, sonst streng ich mich nicht an. Ich kann mir zumindest nachher dann sagen, wenn mich das wach hält, dass ich mir doch gesagt habe, dass ich mich anstrengen soll. Dann kann ich eine elaborierte Diskussion in meinem Kopf führen. Komm schon, 2 Sekunden, das schaff mal. Da komm mal ran und diesmal ohne Schaden. Und dann irgendwas müssen wir noch wegen der 3 Sekunden Strafe machen. Aber erstmal überholen, den Rest sehen wir dann. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 2,0 Sekunden. Ich glaube, Alonso ist sogar auf der 2 und Leclerc ist auf der 3. Wenn ich das gerade richtig gedeutet habe. 1,8 Sekunden. Fährt sich scheiße. Tut mir leid, dass ich das Wort heute so oft verwende, aber ich bin etwas sehr engagiert in dem Rennen tatsächlich. Gerade eine meiner wirklichen Lieblingsstrecken. Und ich mache einfach sowas. Ich trottel. Und Max Verstappen, der einsame Fahrer, ganz vorne an der Spitze. Ah. Konkurrenzlos mal wieder. 1,5 Sekunden. Es wird eng. Das wird richtig, richtig eng. Reicht das für DRS? Nee, niemals. 1,2 Sekunden, 1,3 Sekunden. Nächste Runde. Nächste Runde ist die Alles-oder-Nichts-Runde. Mal Batterie hier auf der Geraden zuschalten. Gleich habe ich jetzt schon eine Chance, an Russell vorbeizuziehen, an dieser schönen langen Kurve. Ich glaube es zwar noch nicht, aber probieren müssen wir alles. Oh, der ist schon noch ein bisschen weit weg dafür. Theoretisch wären wir jetzt aber im DRS-Fenster. Na komm schon. Eine rote Flagge mit Standing Restart wäre doch auch schön. Mist, das hat hier nicht rumgereicht. Hab ja gesagt, der war noch ein bisschen weit weg. Unterboden nimmt noch mehr Schaden. Da weiß ich aber jetzt auch, woran es lag. Zumindest an der Stelle war ich dann ein bisschen selber schuld. Komm, nichts riskieren. DRS mitnehmen. Ja, und Russell ist überholt. So gut wie. Oder auch nicht. Letzte Runde, gib Gas. Komm schon. Es wird ein Krimi zwischen uns allen drei. Oh, so investiert war ich selten. Hamilton ist von der Ideallinie abgewichen. Wir haben ihn überholt. Nur noch Leclerc auf Platz 3. Und dann kommen wir aufs Podium, wenn wir dann noch irgendwie 3 Sekunden rausholen. Oh, wären die 3 Sekunden nicht. Warum muss ich Idiot auch abkürzen? Na komm. Ah, zumindest für die Ehre kann ich noch auf 3 fahren. Zwar nicht für meine, aber die von Ferrari. Mit Leclerc gab es leichten Kontakt.
Ja, aber 3 Sekunden kann ich echt nicht rausbauen. Können nicht alle eine 3 Sekunden Strafe kriegen? Ich finde, das wäre fair. Aber schön, dass die Reifen halten. So. Charles Leclerc. Und die ganzen 3 Überholmanöver bringen nichts, weil die alle so nah dran sind. Oh, Leclerc kommt sogar zurück. Max Verstappen hat das Rennen mal wieder gewonnen. Aber ich werde heute Sieger der Herzen sein. Zumindest von meinen 2 Zwergkaninchen, die mich hier gerade anfeuern. Fuck ey, wir verlieren alle Plätze. Und der Sprit ist ausgegangen. Der Sprit ist ausgegangen. Fuck ey. Fuck. Okay, häng dich rein und fahr das Ding sauber. Auf den letzten Metern. Oh. Yay, wieder Fahrer des Tages. Also wenn es nur darum gehen würde, hätte ich schon gewonnen. Geht auf den letzten 200-300 Metern der Sprit aus. Stefan Römer, was denkst du? Wie haben sie dieses Resultat erzielen können? Ich denke, dass das Resultat größtenteils dem Temperament geschuldet ist. Er hat es einfach geschafft, kühlen Kopf zu bewahren, als alle anderen die Fassung verloren haben und dadurch das Maximum aus dem Auto rausgeholt und die Strategie optimiert. Mehr oder weniger ohne Probleme. Während wir uns unterhalten, sind die Fahrer auf dem Weg zum Podest. Was für ein fantastischer Sieg für das Team von Red Bull. Ja, Glückwunsch, mal wieder. Und ein wahnsinnig spannendes Aber Alonso und Leclerc sind da drauf, das ist wunderschön. Das ganze Team. Interessiert mich immer noch nicht der Podiumpass. Wir haben einige beeindruckende Leistungen auf der Strecke gesehen, Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Max Verstappen schien sich heute ohne jegliche Mühe seinen Weg durch die anderen Fahrer hindurch zu bahnen. Er ist definitiv mein Fahrer des Tages. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wie immer schließe ich mich den Worten an. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.